Was ist der Zusammenhang zwischen Fruchtbarkeit und Zervixschleim? Viele Frauen, die schwanger werden wollen, achten während ihres gesamten Zyklus genau auf ihre Veränderungen des Gebärmutterhalsschleims. Dies liegt daran, dass ein enger Zusammenhang zwischen Fruchtbarkeit und Zervixschleim besteht, da Spermien ohne Schleim normalerweise nicht im Gebärmutterhals überleben würden. Daher wird das Vorhandensein von viel etwas fadenförmigem, dehnbarem Schleim als positives Vorkommen während des Eisprungs angesehen. Es hilft nicht nur Spermien, durch die Eileiter zu gelangen und bis zu 5 Tage zu überleben, sondern auch, um den Uterus vor Bakterien zu schützen, die in den Bereich eindringen und ihn infizieren könnten. Angesichts der Beziehung zwischen Fruchtbarkeit und Zervixschleim ist es kein Wunder, dass viele Frauen versuchen, ihren Schleim mit Hilfe verschiedener Produkte zu überwachen und zu steigern. Ein trockener Gebärmutterhals während des Eisprungs wird nicht als fruchtbar angesehen, da dieses Problem es dem Sperma nahezu unmöglich macht, sein Ziel zu erreichen. Die fruchtbarste Flüssigkeit sollte an den Tagen vor und während des Eisprungs auftreten, normalerweise in der Mitte des Menstruationszyklus. Es ist dafür bekannt, dass es klar, dehnbar und reichlich ist, so dass Spermien im Gegensatz zu klebrigem oder trockenem Zervixschleim leicht zu den Eileitern gelangen können. Darüber hinaus ist fruchtbarer Schleim dafür bekannt, dass Spermien bis zu 5 Tage im weiblichen Fortpflanzungssystem leben können, wodurch mehr Tage für die Empfängnis zur Verfügung stehen. Somit ist die Verbindung zwischen Fruchtbarkeit und Zervixschleim so, dass die Fruchtbarkeit durch die bloße Anwesenheit der richtigen Art von Schleim verbessert wird. Fruchtbare Flüssigkeit lässt nur das gesunde Sperma durch, was bedeutet, dass die ungesunden Spermien dazu neigen, zu sterben, bevor sie die Eizelle erreichen. Abgesehen von dieser Funktion schützt fruchtbarer Schleim die Gebärmutter auch vor Infektionen, da er als antibakteriell bekannt ist. Ein gesundes Fortpflanzungssystem kann die Fruchtbarkeit und den Zervixschleim verbessern, was einen großen Einfluss darauf hat, dass der Bereich frei von Infektionen bleibt. Aufgrund der Beziehung zwischen Fruchtbarkeit und Zervixschleim bemühen sich Frauen, die unter einem Mangel an fruchtbarer Flüssigkeit in der Nähe des Eisprungs leiden, diese auf jede mögliche Weise zu erhöhen. Trinken Sie viel Wasser, vermeiden Sie überschüssige Milchprodukte und nehmen Sie rezeptfreie Produkte, die versprechen, die Flüssigkeit zu erhöhen. Darüber hinaus ist der Hauptbestandteil der Hustenmedizin, nämlich Gwyphenesin, für das Ausdünnen der Schleimhäute bekannt, weshalb manche Frauen es nehmen, um ihren fruchtbaren Schleim zu verstärken. Das Hinzufügen von Nachtkerzenöl vor dem Eisprung und anschließendem Leinsamenöl gilt als natürlicher Weg, um die Qualität des Gebärmutterhalsschleims zu verbessern, was möglicherweise die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis erhöht.